Freitagabend. Was war da sonst immer los im Land? Gerade in den größeren Städten wie Flensburg, aber das war vor Corona. Moin und herzlich willkommen zum Schleswig-Holstein-Magazin. Ja, guten Abend. Ja, gerade auch bei so einem Wetter zum Frühlingsanfang, da wäre Flensburg heute voll mit Menschen gewesen. Dabei gibt es bei uns ja derzeit keine Ausgangssperre. In Bayern gilt sie. Ab 0 Uhr nicht mehr nur für die Gemeinde Mitterteich, sondern für den ganzen Freistaat. Da dürfen die Menschen also nur noch mit triftigem Grund, wie es heißt, ihre Häuser verlassen. Unser Bundesland will eine Ausgangssperre nach Möglichkeit vermeiden. Deshalb hat sich Ministerpräsident Daniel Günther heute mit einer Internetbotschaft an alle Schleswig-Holsteiner gewandt. Ja. Aber die Landesregierung hat ja auch deutlich gemacht, dass weitergehende Ausgangsbeschränkungen möglich sind, wenn sich die Menschen eben nicht an die bisher beschlossenen Maßnahmen halten. Ja, und was da möglicherweise auf uns zukommt, dazu gleich ein Interview mit dem Innenminister. Vorher ein Blick auf die Zahlen. Bei 321 Schleswig-Holsteinern ist das Coronavirus inzwischen nachgewiesen worden. Und das ist ein Anstieg von wieder fast einem Drittel innerhalb von 24 Stunden. Die meisten Infektionen meldet nach wie vor der Kreis Pinneberg. 60 sind es dort aktuell. Und das könnte auch mit den sogenannten Corona-Partys zusammenhängen, die dort vermehrt stattgefunden haben sollen. Ein Fall sticht da besonders hervor. Und bei mir ist jetzt Innenminister Hans-Joachim Groth. Wie wollen Sie solche Partys verhindern? Die Polizei kann ja nicht überall im Land gleichzeitig sein. Naja, zunächst mal, wenn man. Ja, die Ausgangssperre, und das schauen wir uns jetzt einfach mal an, was das für unseren Alltag, der sich ja eh schon sehr verändert hat, bedeuten würde. Ja, Bayern hat heute die Ausgangssperre verhängt. Die gilt ab heute Nacht. Warum zögern Sie noch? Ja, und das Interview haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Bedürftige waren schon vor der Corona-Krise auf Hilfe angewiesen und viele haben sich ihre Lebensmittel von den Tafeln besorgt. Davon gibt es 57 in Schleswig-Holstein. Und mindestens 36 davon sind jetzt wegen der Krise schon geschlossen. Eine humanitäre Katastrophe inmitten unserer Wohlstandsgesellschaft. Geöffnet hat derzeit noch die Tafel in Bad Segeberg. Und kann man natürlich darüber diskutieren, ob es sinnvoll ist, in diesen Zeiten eine Dorfgeschichte auszulosen. Wir haben uns dafür entschieden, weil wir weiter bei Ihnen und für Sie da sein wollen. Ja, wenn auch mit dem nötigen Abstand. Wir halten uns an alle Sicherheitsregeln, das versprechen wir Ihnen. Also auf geht's, starten wir unseren Zufallsgenerator. Ja, und der wählt sich jetzt auf Stopp eine Gemeinde aus und es wird Lütau im Kreis Herzogtum Lauenburg. Am Montag sehen wir dann, wie Sie dort das Wochenende verbringen und wie die Dorfgemeinschaft mit Sicherheitsabstand funktioniert. Ja, noch dürfen wir aber alle auch vor die Tür. Ja, aber einschränken müssen wir uns natürlich trotzdem. Entsprechend kommen auch Olli Krahes Tipps fürs Wochenende etwas anders daher. Ja, die Italiener, die haben damit angefangen, mit der Musik aus den Fenstern. Gegen Einsamkeit und schlechte Stimmung und für Solidarität in der Corona-Krise. Da sind schon viele Balkone zur Bühne geworden. Und weltweit findet diese Geste Nachahmer auch in Lübeck. Da hat sich diese neue Musikszene heute Abend zum ersten Mal formiert. Und das Motto lautet, Achtung, Quarantöne. Und zum Wetter, die Möwe startet schon mal in den Frühling, hat uns Cordula Sönnigsen aus Risum-Lindholm zu ihrem Foto geschrieben. Herzlichen Dank fürs Bild und tatsächlich ist ja mit dem heutigen Tag endlich ganz offiziell der Winter vorbei. Endlich, in der Tat. Und der Frühling, der hatte heute noch so ein paar Startschwierigkeiten, musste erstmal in die Gänge kommen, aber dann hat sich das ganz schön gut angefühlt, Menno. Ja, ein bisschen kühl, ne? Oder? Ja, aber gerne mehr davon. Passt nicht dazu. Ja, vielen Dank, Menno. Frühling ist schon was Feines, muss man sagen. Das stimmt. In Strande ist unser Zuschauer Helge Seifert aus Westerrönnfeld spazieren gegangen. Und den Strand hat er offenbar ganz für sich alleine. Na, wie das wohl morgen aussieht bei dem Wetter. Schauen wir mal. Wir sehen uns morgen wieder. Schönen Abend.